Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Wir reisen in die Spielzeugschachtel-Galaxie. Auf zu Powerstern Nummer 1 und zwar... Stählerner Koloss Robobowser. Los geht's! Ui, klingt ja sehr, sehr spannend. Das soll Robobowser sein? Naja. Der sieht dem Original aber nicht so ähnlich. Oh, Hallöchen. Oh, im Hintergrund ist ein Pixel-Mario. Willkommen, das ist die Spielzeugschachtel und wir kümmern uns um diesen Ort. Na denn? Oh nein, Hallöchen. Ja, was machst du denn hier? Och, ist es süß. Abfahrt und vorwärts. Oh, Captain Toad ist so niedlich. Na denn, auf zu Robobowser. Ey! Funktioniere, Stern! Funktioniere! Oh, nice, neue Gegner. Hallöchen! Meine Freunde wurden ebenfalls gefangen. Kann man die überhaupt besiegen irgendwie? Ah, okay, kaputt stampfen. Ja, macht Sinn, ne? Aha, okay. Oh, jetzt fängt das wieder an, dass er sich im Kreis dreht. Kleine Schlingel. Damit komme ich ja gar nicht klar. Siehst du eine Schraube, dann dreh sie. Na sicher. Was haben wir hier? Ey, das ist voll nervig. Erledige den Mini-Robo-Bowser mit einer Stampfattacke. Kommt man da irgendwie runter? Schaut mal, da unten ist auch noch eine Schraube. Ah, okay, man muss erstmal die hier entfernen. Alles gut. Ach Gottchen, oh mein Gott. Boah, das wird nicht meine Galaxie, das weiß ich jetzt schon. Ach so, jetzt geht's hier. Oh, 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 oh. Hier rüber oder was? Ich habe keine Ahnung, wo ich langlatschen muss. Da hätten wir noch nach unten gehen können. Ja, erstmal alle Schrauben lösen, ne? Oder festschrauben. Ach so, wie witzig. Jetzt ist die Plattform hier fest. Was heißt Plattform? Dieses komische Drehgedöns. Okay, na, ist doch schon ganz nett. So. Na, oh, wie schön. Irgendwie muss ich gerade an Pikmin denken, warum auch immer. Hey, was ist das denn? Ach, so ein... Oh, so ein Federpilz. Du wurdest zu Feder, Mario. Drücke zum Springen B. Boah, das Ding steuert sich furchtbar, glaube ich. Haben wir so einen Pilz schon mal gefunden? Ich glaube ja. Irgendwo hatten wir so ein Ding schon mal, ne? Bin mir gerade nicht so ganz sicher, aber ich kenne den auf jeden Fall. Boah, das ist so schlimm. Okay, egal. Wir kriegen das irgendwie hin. Weiterhin das Motto dieses Let's Plays. Okay, wir müssen da nach rechts. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich verhindern. Ey! Nein, wieso springt er nicht? Ach, super, cool. Boah, das wird ja voll die Hölle, hier rüber zu kommen, überhaupt erstmal. Oder ich gehe einfach über die... Oh. Oder ich gehe einfach über die Mitte. Da muss ich da denn überhaupt lang? Ey, das Miese ist halt, ich darf mal wieder die Kamera nicht drehen. Versuche jetzt da irgendwie lang zu kommen.
Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm die Steuerung ist. Ey, das gibt es doch nicht. Ja, da kann ich wirklich auch hier lang latschen. Ich glaube, da kommt man grundsätzlich auch hoch. Boah, wer hat sich diesen blöden Pilz denn ausgedacht? So, war das jetzt gut oder schlecht? Eher schlecht. Oh nein, muss ich jetzt hier hochklettern oder was? Ja, kriege ich doch maximal ein Leben. Oh Gott, ey, das gibt es nicht. Das ist so schwer. Okay. Oh mein Gott, ich habe das Ding aktiviert. Ey, da kriegt man richtig viele Sternteile. Das gibt's doch gar nicht. Aber deswegen bin ich jetzt hier reingelatscht, oder was? Ich bin not amused, Leute. Ich treffe nicht mal die blöde Röhre. So, ja, dann müssen wir doch den Weg da vorne latschen. Ja gut, dann jetzt aber über die Mitte. Nein, das gibt es doch nicht. Cool. Ah, ich hätte erst den Typen hier erledigen sollen. So, das ist doch schon mal nicht schlecht hier. Nein! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Boah, ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, irgendwo in Masse sterbe auch, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin drüben. Ich kann's nicht glauben. Boah, das war ja der Horror. Das war ja richtig schlimm. Boah, ich hoffe, es kommt nie wieder was mit diesem blöden Pilz. Ja, so viel dazu, ne? Ja, wobei, das ist ja hier noch human. Ist sogar ganz witzig mit dem Teller. So, jetzt sind wir endlich bei Robo Bowser angekommen. Ich habe zwar kaum noch Leben, aber... witzig, sogar mit Bossmusik. Ach, der bewegt sich. Also. Was müssen wir denn hier machen? Ja, nett. Dankeschön. Teleportröhre, nie schlecht. Wahrscheinlich hier die Schrauben lösen, ne? So wie wir es die ganze Zeit beigebracht bekommen haben. So, okay. Ach so, ah, hier kann ich langlatschen. Alles gut. Ach, ist eigentlich ganz witzig, ne? So, jetzt sollen wir auf dem Ding da links weiterlaufen. Was ist das, sein Arm? Ich glaube, das soll sein Arm sein. Ach, da kann man an der Seite langlatschen. Okay. Ja, doch, ist wirklich ganz witzig. Aber der Weg hierhin war ganz schön lang. Also vor allen Dingen mit diesem komischen Spiralpilz da. Boah. Nein, das gibt's doch nicht! Ey, das ist nicht meine Galaxie. Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist ja super fällig hier. Boah, jetzt muss ich unten wieder anfangen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Okay, jetzt gibt's einen kurzen Cut. So, ich bin wieder hier. Aber ich wurde wieder von den Fledermäusen getroffen. Ich habe nur ein KP. Ich hoffe mal, wir finden gleich irgendwo eine Münze. Och, natürlich. Und jetzt muss ich hier irgendwo am Feuer vorbei, oder was? Oh! Okay, eine Münze, eine Münze, eine Münze. So, hier müssen wir doch hoch irgendwo, ne? Ach, wieso darf ich nie die Kamera drehen? Ich darf nie die Kamera antatschen. Oder muss ich hier mit dem Pilz hoch? Ah, ich muss wahrscheinlich mit dem Pilz da hoch. Kann das sein? Ja, doch nicht. Oh! Und direkt wieder getroffen worden. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Also, die Galaxie ist ja wirklich der Horror. Ja gut, okay. Einfach mal probieren. Da oben sind auf jeden Fall Münzen. Aber da ist auch schon wieder so ein komischer Laserroboter. Nein, das gibt es doch nicht! So, endlich wieder hier. Alter Schwede, ich bin nochmal gestorben auf dem Weg. Boah, das ist ja echt so mies hier. Oh nein! Also, das ist ja so crazy. Kommt man da irgendwie so drauf? Oder brauche ich jetzt wirklich... Ach, oder brauche ich jetzt hier den Pilz? Oh, es geht auch so. Alter Schwede. Holy moly, was für ein blöder Level. Also das war auf jeden Fall bis jetzt der schwierigste Stern von allen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der nervigste. Du hast's drauf. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ah, ja. An alle Leute, die Fails mögen. Ihr wisst Bescheid, ne? Das ist euer Part. Extra für euch. Ich hoffe mal, dass die restlichen Sterne da nicht so schwer werden. Naja, Stern Nummer 75. Wie lautet denn die nächste Aufgabe? Mario trifft Mario. Oh, dann müssen wir wahrscheinlich zu dem Pixel-Mario reisen. Kann das sein? Würde ich jetzt einfach mal so raten. Ja, sehr schön. Oh, da müssen wir... Oh, da müssen wir Silbersterne sammeln. Das sieht ehrlicherweise auch schon wieder ganz schön knackig aus. Naja. Ja, du bist gut gelaunt, ne? Captain Toad. Captain Toad hat immer gute Laune. Alles läuft reibungslos. Nichts zu klagen. Ja, du musstest auch nicht gegen Robo-Bowser kämpfen gerade. Du stehst immer nur rum. Captain im Rumstehen. Ah, okay. Erstmal Fragmente sammeln. Vor allen Dingen werde ich heute auch von allem getroffen. Einfach eiskalt. Wenigstens darf ich ausnahmsweise mal die Kamera drehen. Das ist ja schon mal die halbe Miete. So, ich habe schon komplett die Orientierung verloren. Ha, wie witzig. Okay, das ist ziemlich cool. Und schau mal, da oben ist ein Gourmet-Luma. Also da ist höchstwahrscheinlich noch ein geheimer Stern. So, da ist noch ein Fragment.
Ey, der ist da drauf gesprungen, wie witzig. So, hat die Schraube jetzt was verändert? Natürlich! Sehr schön, also da geht's weiter. Wir schauen trotzdem mal kurz bei dem Gourmet-Luma vorbei. Ich schaff's einfach nicht, da durchzulaufen. Vielleicht ist es auch eine Krankheit, kann auch sein. Lalala, lalala, hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen, ganz viele davon. Lalala, lalala, komm schon, gib mir 50 Stück. Ja, die sollst du haben. Ey! Dachte, ich dürfte den direkt abballern. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! So, und was haben wir da? Oh, das sieht auch kompliziert aus. Naja. So, jetzt erstmal zu dem anderen Gedöns. Erstmal den anderen Mario treffen. So, wo sind denn die Fragmente? Da, da, da. Es könnte sein, dass ich hier mit so einem Hocksprung rüberkomme. Ach ja, einfach mal ausprobieren, ne? Ach, diese Plattformen, genau, stimmt, die fangen an sich zu drehen. Okay, es hat ja schon mal funktioniert. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Sehr schön, ein weiterer Powerstern. Achso, den müssen wir vermutlich noch holen, ne? Wo spawnt er denn? Oh, am Anfang. Ja gut, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Dann komme ich hier zurück. Sehr schön. Ja, auch nicht so leicht, aber durchaus machbar. Machbarer als die andere Kiste da vorhin. Robo-Bowser, mein neuer Erzfeind. Mario trifft Mario. Sehr schön. So, als nächstes. Ja, dann holen wir erst den geheimen Stern oder erst den regulären? Ach, holen wir erst den geheimen. Der sah schwieriger aus, aber ist dann halt heute so. Ist heute ein schwieriger Part. Also für mich, für euch ist es ja leicht. Ihr müsst ja nur zugucken. Zum Glück. Wenn dann richtig. So ein KP-Pilz wäre ganz nice. So ein Ding hätte ich gerne mal wieder. Hallöchen! Unglaublich, ich bin drüber gekommen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Oh mein Gott, und wieder durchgekommen. Tja, vielleicht musste das passieren. Vielleicht musste ich so oft sterben, um zu lernen. Okay, schlicht und ergreifend alle Platten hier aktivieren. Sieht jetzt auch erst einmal nicht so hart aus. Hallöchen! Wenn du dort rüber willst, probier es doch mal mit einem Sprung. Fantastischer Tipp. Vielen Dank. Kann ich hier an der Seite denn langlaufen? Ich darf auf jeden Fall wieder die Kamera nicht drehen. Ich weiß nicht, ob ich hier runterlaufen kann. Ich probiere das jetzt aus. Okay. So, haben wir denn hier noch irgendwas auf der Seite?
was? Es ist wirklich nicht mein Part heute. Ich bin sehr traurig. Ah, da war noch an der Seite was, okay. Ich muss einfach geduldiger sein jetzt. Ich muss mir jetzt Geduld antrainieren. Ich glaube aber, auf der Unterseite war tatsächlich nichts. Ah, doch. Ja, so viel dazu, ne? Ich altes Adlerauge. So. Da hinten ist noch ein Schalter. Ja, und dann springen wir wirklich gleich hier einfach rüber. Also ich glaube, den unangenehmsten Teil habe ich tatsächlich dann auch schon hinter mir. Glaube ich. Oder? Nee, da vorne sieht es auch noch schlimm aus. Muss man hier wieder so umdenken. Wobei, hier wollte ich noch gar nicht hin. Röhre, ja, ja, ja. Erstmal kümmern wir uns um die hier. Ey, jetzt darf ich die Kamera nicht drehen? Mann, wieso darf ich die Kamera nicht drehen? Boah, hier mal was verpassen, ne? Das wäre schön. Da freut sich der Huxel. Also jetzt habe ich spätestens vollkommen die Orientierung verloren, tatsächlich. Okay, also hier fehlt irgendwo noch ein Schalter, aber ich weiß nicht wo. Ah, da oben sind auch noch welche. Boah, da haben sie aber wirklich übertrieben. Oh mein Gott, ich habe alle, ich kann es nicht glauben. Muss ich nur noch irgendwie da unten hinkommen. Dadurch, dass ich die Kamera nicht drehen kann, ist es halt echt blöd, weil ich jetzt gerade nach unten steuere und halt nicht sehe, was kommt. Oh mein Gott, ich hab ihn, ich kann's nicht glauben. Sehr schön. Umdrehböden des Kettenplaneten. Moi, 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 moi. Mann, war das anstrengend. Ich brauche jetzt erstmal einen Tee. Unbedingt. Was machen wir denn beim nächsten Mal? Wir schauen uns jetzt zumindest mal an, wie die nächste Mission heißt. Oder hatte ich da vorhin schon drüber gehovert? Ich glaube, ich hatte da schon drüber gehovert, ne? Genau, Boing Boing in der Süßigkeitenstraße. Na gut, liebe Leute, damit geht's weiter, aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Huxel, ciao. Ich habe echt gelitten heute.